auffällige blaue Kristall hier. Dieser Edelstein ist vom durchschnittlichen Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien im gasförmigen Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei Blazer. Komm in den... Und jetzt fehlt uns noch ein Gegenstand. Ja, Mann, ich drück mal den falschen Knopf. Das Duftding haben wir, haben den Kristall, wir haben das Hütchen. Wir haben noch nicht die richtige Lavalampe gefunden. Uns fehlt noch. Na, da ist nichts. Da ist ja keine Lavalampe. Ich habe kurz im Chat gelesen. Menschen, die Tiere aussetzen, sind Schmutz. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Da oben ist eine Lavalampe. Und die leuchtet so. Hab ich gar nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Okay, Nachtclub. Ich bin bei Blazer. Kommt in den Nachtclub. Gut gemacht, Leutnant. Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Da speichert er. Nachtclub. Vielleicht können wir ja mit denen hier reden, mal kurz. Glaubst du, der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Pokémon-Karten? Lynn, all die Arbeit für nichts. So, der Nachtclub. Hast du ihn überhaupt schon gesehen? Saß der da vorher schon? Arbeit hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit anderes jetzt. Ja, okay. So funktioniert die Welt nun mal. Wer sind die crazy Person da oben? Tachchen, Partner, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in Augenschein nehmen kann? Ja, klar. Warte. Du denn? Du hast da vorhin auf jeden Fall noch nicht gesessen. Hallo? Hallo? Geht doch. Wunderbar. Schau dir dieses kleine Schätzchen an.
Das war alles? Hallo? Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Ach so. Nice. Das ist fancy. Der in Rot ist ein sehr enthusiastischer Tänzer, sehr leidenschaftlich. Der Schwung kommt aus der Hüfte. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Sie hat den Groove. Sie hat Hüfte. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Nice. Chanti, gute Nacht. Dankeschön, dass du hier warst. Schlaf schön. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans, der Wächter, und sie sieht total cool aus. Hat er nicht ganz unrecht. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dam, 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 dam. Das ist der Segema-Tanz. Ah, ich verstehe. Den habe ich ja schon angesprochen. Nein! Dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich? Kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden. Alles klar, ich brauche den Hebel. Amüsierst du dich, Kleines? Ich hätte gerne einen Drink. Seltsames Getränk nehmen. Ich denke mal, zu kompliziert. Ich dachte, ich musste ihm erst eins ausgeben oder so. Party sagt, scheiße, genau. Ja? Kannst du das glauben? Ja, ich, also wirklich furchtbar. Hier, bitte nimm mal. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Danke für den Hebel, Fritz. Hey Leute, DJ Mac Key hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von Blazer. Wie geht's euch heute Abend? Mir geht's super. Das war dann kurz falsch, wo ich hier war. Thank you.
Ja, das ist ja alles ganz cool. Das könnte jetzt richtig sein. Perfekt. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Dankeschön, dass ihr so lange hier wart. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Dem reden wir lieber nicht, dem zeigen wir nicht, was wir so alles haben. Das sieht nicht gut aus. Ich verstehe. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh, der hat uns verraten. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Du bist so kacke. Der ist so kacke. Michi. Katerchen. Warum ist der so kacke? Alcaraz. Alcatraz. Manu. Miau. Was für ein Kacki-Typ einfach. Nicht schön. Wow, okay, bitte nicht nochmal abstürzen. Das können wir uns nicht leisten, kleines Miezekätzchen. Gefängnis. Wie viele Ebenen gibt es hier in dem Spiel? Sieht echt nicht so schön aus. Also das hier verdient die Bezeichnung. Gefängnis auf jeden Fall.
Der schießt auf mich. Der wollte auf mich schießen. Der hat es auch schon hinter sich. Wie lange dauert denn so ein Kapitel? Jetzt alle ins Bettchen gehen. Oh Mann. Wie komme ich da jetzt vorbei? Hier was übersehen? Ist kein Loch. Nur so ein kleines Zeitfenster. Müsste hier irgendwie hoch. Aber wie? Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich da hochkomme jetzt auf Anhieb? Ich bin gerade ein bisschen braindead, glaube ich. Hier ist eine Treppe. Wieso habe ich die denn nicht gesehen? Mit mir. Nicht gut, 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 nicht gut. Oh shit, wo bin ich denn jetzt hier? Nein! Wieder am Anfang, oder? Wo bin ich denn hier? Da. Ich sehe jetzt erst, dass da eine Mülltonne ist, wo ich hoch kann. Na toll, das hilft mir gar nicht. Hilf mir doch. Warum bin ich denn jetzt die ganze Zeit in die andere Richtung gelaufen? Da ist sie ja schon. Da ist der Schlüssel. Da hängt der Schlüssel. Gibt es keinen Grund, dass ich hier reinlaufen konnte? Gar keinen? Doch, das habe ich gar nicht wahrgenommen.
sah für mich erst aus wie ein Fenster. Ist ja auch ein Fenster, aber ihr wisst schon, ich habe noch nicht die Sicht einer Miezekatze. Hab geguckt, ob da mein Zeug ist. Hallöchen, Dani, wie geht's dir? Du hast den Schlüssel, du musst vorgehen. Das sieht echt spannend aus da unten. Dani, dann berichte mal, wie es ist auf deiner neuen Arbeit. Da ist mein kleiner Freund drin, B12. Kennt ihr das, dass ihr euren Katzen, wenn die mauzen, dass ihr immer mauzen zurückantworten müsst? Bin ich die einzige... Oh, Mikro geschlagen. Bin ich die einzige crazy Lady, die ihren Katzen antwortet? Dani und ihr Matt. Mal schön gucken. Jetzt spielen wir wieder die Ninja-Katze. Der hier wandert. Das war knapp. Leider nicht auf den Kopf springen. Au! Nein, nein, ich bin im Karton. Das war aber auch knapp. Hilfe! Upsi.
B12, B12. Lina macht es spannend, ein bisschen. Oh shit. Oh, nee. Ich überlege gerade, wie ich jetzt am günstigsten da reinkomme. Also an B12. Mama? Aber es ist möglich. Geschafft. Na schön. War ich aber angespannt. Ein bisschen. Da sind wir wieder. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind, aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du diese Tür dort öffnen? Na klar. Ich habe doch B12. Sind wir schon wieder am Ende unserer Reise hier für den Anfang? Da kommen wir schon wieder nicht durch. Warum gehst du da jetzt nicht rein? So, sei beherzt. Nimm den Ziegel. Ich schätze, du musst mich hochnehmen. Ja! Meets an Impossible.